Hallöchen, meine Freunde, und damit wieder herzlich willkommen hier zurück zum Truck Simulator oder Truck Simulation 16 mit meiner Wendigkeit. Den sechsten Let's Player. Hallo. Gut, wäre fast knapp gewesen. Wir sind weiterhin auf dem Weg nach Prag, beziehungsweise nach Prag. Ich wollte jetzt ernsthaft sagen, wir sind unterwegs nach Prag, beziehungsweise zu Deutsch nach Linz. Genau. Prag und Linz. Prag ist Prag. Prag hieß nur im Englischen Para oder irgendwie sowas, ne? Vom ETS jetzt her. Aber Prag ist nicht Linz. Das sollte soweit klar sein. Genauso wie Lissabon. Achtung, kleiner Insider. Lissabon ist links von Bonn. Okay. Gut, das kann man dann wirklich noch verstehen, wenn man in Troubletown drin ist. So, egal. Die Autos machen mir hier teilweise ein bisschen... Hoppala. Manchmal bin ich echt zufrieden, dass ich hier auf der mittleren Spur einfach fahre und einfach zwei Straßenseiten blockiere. Wie zum Beispiel jetzt wieder. Weil das mit der Lexa manchmal blöd ist. Also man hat sie nur an gewissen Stellen, gerade hier, wie es halt auf der Autobahn ist, ist halt wirklich massiv. Ja, ich gehe dann mal wieder auf meine Spur rüber. Oh, ich muss aber geradeaus, wie es aussieht. Dann sollte ich vielleicht mal bremsen. Sollte den an mir vorbeilassen. Und jetzt, ja, danke. Ja, da würde jetzt Sascha von Vernünftig wieder sagen, den Text jetzt hier einfach einfügen. So, oh Gott, alles klar. So, weiter geht's. Oh, wir sind schon bei 35 XP fehlerfrei, ich hätte es nicht erwähnen dürfen. Ja, die Laster machen mir Angst. Oh Gott, da kommt eine Kurve. Okay, alles ruhig. Oh Gott, ich muss rechts rüber. Ich muss bremsen. Okay, alles ruhig, alles cool. 50 km/h. So. Bremsen wir vielleicht zur Sicherheit nochmal. So, das muss langsam hier zum Stehen kommen. Ah ja, Para steht ja da. Gut, dann schauen wir mal kurz nach da. Nach da. Wie ging das gleich nochmal? Nach da. Halt! Nicht rückwärts rollen, bitte. Immer schön Gas geben. Ach, jetzt verstehe ich die Pfeile. Alles klar. Ah, okay. Okay, wieder was gelernt. Das ist also der äußere Pfeil ist fürs komplett nach draußen gucken und der innere Pfeil ist so fürs Innen so rüber schlummern. Alles klar. So, 80 bitte. Kann ich mich mehr drauf konzentrieren. Oh Gott, das war wieder ein Leck des Todes. So, wir haben noch 27 Kilometer. Wir sind gerade mal 3 Minuten gefahren. Ja gut, wir sehen jetzt schon der Folge gefahren, aber trotzdem, okay. Hätte ich mir alles ein bisschen länger vorgestellt, die Wege, aber gut, Wayne. Wer sagt auch, dass dieses Spiel wie ETS, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir in ETS jetzt mittlerweile verbracht haben, ist auf jeden Fall einige. Wir haben jetzt auch am Mittwoch, je nachdem, wenn die Folge jetzt hier rauskommt, deswegen will ich nicht sagen, gestern und vorgestern. Am Mittwoch haben wir ja auch mit den Klicki zusammen die 300 Folgen ETS 2 im Multiplayer gemacht. Wenn man jetzt die ganzen, ich nenne es mal Spin-Offs noch dazu zählt, also wie Livestream-Dinger, wie Sonderfahrten, Konvoi mit Frenkel, mit Konvoi-Sec, also mit Con-Sec, so. Da haben wir schon längst über 300 Folgen, aber jetzt so im Let's Play 300 Folgen haben wir dann abgeschlossen. Werden wir natürlich mit dem Spiel hier nicht haben, ist klar. Also das wird so massiv erweitert, das wäre natürlich cool. Aber ich glaube nicht, für 3 Euro ist das auch zu viel verlangt. Was zur Hölle hat das KI-Fahrzeug gemacht? Ja. Egal, wir sind in Prag, sieht alles ein bisschen sehr nach Industrie aus und nach Klappspaten, die einfach mal mitten auf der Straße stehen bleiben, ohne das irgendwie vorher anzukündigen. In Form eines Bremssignals oder eines Blinkers, wäre ja zu einfach. So, und dann sind wir hier schon mal in irgendeinem komischen Industriekomplex. So. Tut, ihre Ware ist da etwas beschädigt, dank dem Leck, aber huhu. Para freigeschaltet, freut mich. So. Dann einmal abliefern hier. So, alles klar. Job abgeschlossen. Truck Simulator 16. Kraftstoffschäden. Auch die Schäden gehen ja diesmal noch. Gut, ich habe wohl nicht allzu viel gekriegt, davon abgesehen. Immerhin 4300 mit Zeitbonus und sicheres Fahren.
Wähle Fahrer verfügbar. Wählen Sie Leipzig aus. Leipzig, Garage. Kaufe Stellplätze und stelle neue Fahrer ein, um deine Firma zu vergrößern. Fahrer erledigen Jobs und verdienen Geld für dich. Okay. 5.000, können wir uns das leisten? Schauen wir. So, Fahrer einstellen. Fahrer wählen. Fahrer und Aufträge haben ein Erfahrungslevel. Wenn ein Auftrag den Wert des Fahrers übersteigt, riskiert er einen Unfall. Anne, blutiger Anfänger. Tja, Anne. Du bist eine blutige Anfängerin. Chris, Profi, einstellen für 40.000. Ach du Himmelland, ich habe nur noch 5.000. Ich kann nur Anne einstellen. Ach nö, Moment. Ja doch, ich kann echt nur Anne einstellen. Ja, Anne, dann mach deine Aufgabe aber auch gewissenhaft. Fahrer anzeigen. Job zuweisen. Fahr mal von Leipzig nach Zürich, Anne. Anne zuweisen. So, du hast den neuen Fahrer seinen ersten Auftrag erteilt. Herzlichen Glückstrumpf. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass... Passt dann auch alles so. Ich stehe in Prag und würde gerne einen Job haben. Und zwar will ich jetzt mal ein bisschen was Heftigeres haben. Und zwar von Prag nach Hannover sind gleich mal 400 Kilometer für 24. Für wie viele eigentlich? 24 Cent pro, also 24 Euro pro Kilometer. Ah, okay. Level 4, Prag-Luxemburg 606. Ach komm, wir fahren einfach mal wieder nach Hannover. Ich fahre. So. Kamera 1. So, und dann tun wir das Ganze wieder ran. Also ich muss wirklich sagen, macht wirklich Laune. Ohne Frage. Macht wirklich Laune. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja bei dem Spiel weder mit nun großen Erwartungen oder sonst was reingegangen, weil ich einfach, weil ich wie im ersten Part schon angesprochen habe, einfach gesehen habe, alles klar, das wird entwickelt. Die Trailer habe ich mir jetzt auch nicht wirklich dazu angeschaut, aber ich wusste halt gut, es wird entwickelt und sobald es draußen ist, werde ich es auch let's playen, weil die Möglichkeit hier mit Tablet und alles habe ich. Mirko, weil immer mal wieder gefragt wird, was für ein Tablet ich habe. Ich habe ein Amazon Kindle Fire. Ist das Ding Kindle Fire oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall so Amazon Dings halt. Nicht die neue Generation, die da jetzt erst rausgekommen ist, sondern halt noch die das alte. Das ist, glaube ich, ein HD Fire irgendwas. Keine Ahnung, kam 150 Ocken. Das hat mir Clicky damals zum Geburtstag geschenkt. Und weil ich wollte halt Mobile-Spiele für euch machen, habt ihr ja schon so angefangen. Und habt das ja alle... blöd. Und habt das ja... Das ist noch blöder. Und nein, das war die Karte. Und hab die Mobile-Spiele ja damals noch mit BlueStack aufgenommen. So schimpft sich das Ganze ja, dieser Android-Emulator für PC. Und ja, mit BlueStack hat man allerdings nur das kleine, aber simple Problem. Das Ganze wird am Computer emuliert und eure Maus ist euer, also die Maus ist im Endeffekt euer Finger. Und da ihr nur eine Maus oder das Windows halt auch nur eine Maus hat, habt ihr rein theoretisch auch nur einen Finger. Und zwar den, nennen wir es mal rechten Finger. So. Und für solche Spiele wie hier zum Beispiel braucht ihr zwei Finger, denn ich muss Gas geben und ich muss lenken. Gut, also stell ein Tempomat ein. Und das ist das Problem. Und BlueStacks und selbst BlueStacks hat bei mir damals nicht funktioniert. Ich habe dann Anti-Android, so hieß das Ding, glaube ich, damals, genommen. Ist auch ein Android-Emulator für PC. Habe das halt damals mit denen gemacht. Das ging mit solchen einfachen Trash-Spielen natürlich noch, ne, ohne Frage. Dann verließen sie ihn aber die Geister. Also, ich glaube, bei den Feuerwehrspielen damals. Habe ich das dann erst richtig gemerkt. Habe dann gesagt, ich muss ein richtiges Tablet her. Habe mir das dann hier besorgt. Habe dann auch Ewigkeiten nach einem Programm gesucht, mit dem ich das Ganze hier ohne Probleme aufnehmen kann, wo auch die Qualität ordentlich ist und so weiter und so fort. Und ja, seitdem mache ich das. Und ja, da so momentan kein anderer macht, oder was ist kein anderer macht, das ist halt keiner hinkriegt, wie ich in dem Falle, so schön, ist das halt mein Vorteil, ne, und natürlich, den nutze ich euch aus und versuche euch dann immer wieder die schönen Spiele hier zu zeigen. Natürlich, es gibt, wenn man es mal so nimmt, im Google Play,
Scheiße, ich wollte gerade sagen, jetzt beinahe geklappt. Im Google Play Store. Oh Gott. Lex. Mann. Im Google Play Store, ja. Also Android. Weil immer die Frage aufkommt, ja, Android, iPhone, Bremse funktioniert nicht, Lex, weil immer die Frage aufkommt, so Android, Android, iOS, also im Endeffekt stinknormales Handy oder halt ein Apfel, ne? Die Apfel sind ja die einzigen, die dieses iOS gerotzt haben. Was ist nun besser? Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit Apple nichts anfangen. Apple ist für mich einfach nur überteuerter Luxus. Piep! Ne? Also, ich weiß nicht. Ich kann aber genauso wenig mit Samsung, mit irgendwas anfangen. Also alles, ich sag mal, alles, was Handys angeht, ja. Und so ein Handy kostet über 200 Euro, beispielsweise jetzt. Ist für mich Schwachsinn. Was aber einfach daran liegt, und jetzt kommt diese kleine Überraschung, ich brauche ein Handy einmal im Jahr und das ist der Gamescom, um mit den Leuten zu kommunizieren und halt um irgendwelche, keine Ahnung, Termine, Absprachen, sonst was da, dafür brauche ich ein Handy und ansonsten brauche ich das nicht. Ich habe Skype, ich habe Teamspeak, ich habe Lex, wie man gerade sieht, wir sehen jetzt die Berge hier hinten da, herzlichen Glückstrom. Und da brauche ich kein Handy dafür, deswegen ist das für mich alles zu teuer, würde ich nie für ein Handy investieren. Das Tablet ist halt für 150, ist halt, was das Ganze angeht, noch ein sehr günstiges, gerade weil das von Amazon ist. Warum? Diese Amazon-Tablets kann ich so allgemein empfehlen. Die neue Generation, die jetzt draußen ist, ihr könnt für so ein Amazon-Tablet, glaube ich, auch 200 Ocken investieren oder so. Oder 250, ich weiß gerade gar nicht, was das teuerste da kostet. Das 150er ist jetzt nicht so komplett Einsteiger, es ist halt Mittelklasse gewesen. Und reicht halt gerade für Spiele aus. Es gibt natürlich auch Spiele, wie LS16 damals, da kommt das Tablet teilweise schon an sein Minimum. Auch was die Leistung angeht. Und so weiter und so fort bei einigen Spielen oder größeren Spielen merke ich es halt auch selber, wenn ich spare keinen Cent mehr. Oh Gott! Denkt ihr, ich krieg für die Ware noch 1 Cent? Ich glaube, das hat sich erledigt. Ja, zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, es sind eigentlich, wie gesagt, die Tablets sind ganz gut, halt Mittelklasse. Ich merke es ja bei anderen Spielen. Es gibt auch solche, also es gibt eigentlich richtig geile Ego-Shooter fürs Handy. Bin ich auch zu blöd dafür mit diesen Touch-Dingern, sage ich euch, wie es ist. Da merke ich selbst ohne Aufnahme, okay, das ist alles sehr, 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 sehr ruckelig. Aber ansonsten, wie gesagt, hier für solche Simulatoren-Spiele, für was ich es ja auch bevorzugt machen will, reicht das vollkommen aus. Warum die Amazon-Tablets im Vergleich zu Samsung-Tablets oder jetzt auch iPad-Tablets und so weiter und so fort relativ günstig sind oder sehr günstig sind, liegt einfach daran, dass die Amazon-Tablets, wie das, was ich jetzt hier beispielsweise habe, ein Kindle Fire OS oder Fire OS drauf haben. Also sprich, diese Tablets haben weder Android noch iOS, sondern halt diese Kindle Fire oder Fire OS halt drauf. Das ist von Amazon ein eigenes Betriebsprogramm. Ich konnte mir auswählen am Anfang das Tablet mit Werbeanzeigen im Pausenbildschirm oder ohne. Also sprich, wenn ich das Ding ausgemacht habe, ist der Bildschirm einfach angegangen und hat mir dann jetzt irgendeine Amazon-Kacke halt, ne, kaufen. Ich habe das aber hingekriegt, zusammen mit Pixel, weil ich habe gesagt, ich will auf das Ding Android drauf haben. Und das ging dann nach einem gewissen Hin und Her, haben wir dann diese Standard-OS, die hier drauf ist, halt einfach runtergenommen, ne, deaktiviert und haben da stinknormales 444 Android draufgehauen. Das geht zum Beispiel bei den größeren Tablets, ist entweder schon iOS oder Android drauf. Aber das Problem ist, bei diesen großen Dingern, wenn man das Ganze, ich weiß nicht, ist correct, ist es falsch, aber wenn man das Ganze... Root-Zugriff, genau. Wenn man das Ganze über Root-Zugriff haben will und das Ganze gebottet oder geroutet haben will, das verweigern die etwas größeren Tablet-Hersteller schon, weil sie das halt nicht wollen. Und das Ding hat es hier beispielsweise gar nicht drin. Ist klar, wenn das Ding geroutet wird, also einige Sachen dann gut, wenn du das Ding routest und aufmachst und freigibst und so weiter und so fort, hast du halt keine Garantie. Ich werde für das Ding keinen Cent mehr bekommen.
Das, da bin ich ja nicht dran. Also gut, der Fluch, da bin ich dran schuld. Ja, aber ansonsten ist das hier einfach nur teilweise heftiges Rumgelecke. Und dann noch kurz aufs Thema zu kommen. Einige sagen, na gut, das Ding ist geroutet und die können das auch erkennen. Hast keine Garantie mehr drauf. Ne? Also die sagen dann, na gut, hast mit dem Ding da ein bisschen rumgefummelt. Hast keine Garantie mehr drauf. Tritratrolala. Das sagen die halt jetzt hier bei den Amazon-Tablets. Ist es beispielsweise so, wenn mal irgendwas nicht geht, alles klar, ich das Android will runter, wird die stinknormale Fire-Dings wieder aktiviert, fertig aus. Ne? Ist relativ egal, aber mit dieser Fire OS, also mit diesen Amazon direkt, kann ich nichts anfangen. Amazon hat einen eigenen App-Shop. Da sind nur viele Apps drin, richtig. Die sind teilweise vom Versionsstand, keine Ahnung, 3-4 Versionen älter wie die im Play Store selber. eigentlich witzlos, wenn man das mal so nimmt. Aber. Gut, egal. Wir haben noch 182 Kilometer. Ich bremse jetzt hier mal langsam ab. Wie gesagt, klar, das ist mit den Ruckladen leider Gottes immer ein bisschen unschön. Aber okay, was will man machen? Wir sind erstmal fertig hier für den Part, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Däumchen auf jeden Fall da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Haut rein. Tschüss.